Hallo Leute, ich habe heute einen ganz einfachen Halloween-Look für euch, der gerade was für die Jüngeren ist. Ich hoffe, er gefällt euch und wir legen auch direkt los. Schon Foundation drauf, einfach weil ich das ja schon in den letzten Videos gezeigt habe. Und wir starten mit Concealer, den ich einfach unter die Augen gebe und auf meine Pickel. Ja, the struggle is real. Auch ich habe furchtbare Pickel. Und jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Und ich muss sagen, heute hatte ich so einen, meine Augenbrauen sind scheiße Tag, muss ich ganz ehrlich sagen. Die gefallen mir heute gar nicht, aber das ist ja auch gar nicht Thema, weil es geht ja auch gar nicht um die Augenbrauen. Auf jeden Fall machen wir weiter mit Eyeshadow Base, weil wir natürlich wieder ein Augen-Make-up tragen. Und ich sag schon mal vorab, dieser Look wird echt viel Schminke beinhalten. Wir machen weiter mit der The Nudes Palette. Ihr könnt aber wirklich alle Lidschatten nehmen, die braun und matt sind und auch ein paar glitzernde. Ich habe jetzt mit so einem Grau gestartet, habe das einfach ein bisschen in die Lidfalte gegeben und habe mit einem weißen Schimmerton weitergemacht. Ich habe den Pinsel ein bisschen nass gemacht, damit das Ganze besser rauskommt, also damit die Farbe besser zur Geltung kommt und habe das aufs gesamte bewegliche Lid und in den Innenwinkel gegeben. Dann habe ich mir noch einen braunen Rotton genommen, den ich dann auch in die Lidfalte gegeben habe und auch unters Auge. Das habe ich jetzt nicht gefilmt, aber ich habe es auch unters Auge gegeben. Und bei diesem Look ist natürlich auch wieder wichtig, immer alles gut verblenden. Hier habe ich mir noch so einen Goldton genommen, der auch ein bisschen geschimmert hat, einfach um den Look so ein bisschen glamouröser zu machen. Dann habe ich noch einen Schwarzton genommen und habe so ein kleines V ans Auge gemacht. Ihr könnt das ja da ganz gut sehen, einfach um das Make-up so ein bisschen zu vertiefen. Und jetzt kommen wir zu Eyeliner. Zu diesem Look gehört auch wieder Eyeliner dazu, könnt ihr auch wieder weglassen, wie ihr das möchtet. Und natürlich habe ich auch einen Wing gesetzt. Und dann habe ich die NYX Konturpalette benutzt. Und bei diesem Look ist es echt wichtig, dass ihr krass konturiert. Ich habe echt extrem viel konturiert und sehr stark. Ich habe sogar meine Nase konturiert, was ich eigentlich nie mache. Und unten am Kinn habe ich auch konturiert. Das mache ich eigentlich auch so gut wie nie. Aber das ist bei diesem Look wichtig, damit das Gesicht einfach sehr markant aussieht. Dann habe ich das Ganze gut verblendet, damit man das natürlich nicht so krass an der Nase sieht. Und dann habe ich Highlighter aufgetragen. Ich liebe Highlighter und ich habe wirklich so gefühlte 5 Kilo Highlighter aufgetragen, weil das ist meine große Liebe. Highlighter und ich, wir sind für immer vereint. Und natürlich habe ich auch wieder Fake Lashes aufgetragen. Und jetzt kommen wir zu den Lippen. Da habe ich einfach von NYX so eine Lip Cream benutzt. Und dann fangen wir auch schon mit dem richtigen Halloween-Look an. Ihr braucht dafür Kleber. Ihr könnt auch Wachs nehmen, aber ich habe Kleber benutzt, weil ich meine ganzen Halloween-Tutorials sehr einfach halten möchte. Und das Ganze habe ich dann um den Mund herum aufgetragen. Und Kunstblut darf natürlich nicht fehlen. Ihr könnt auch roten Lippenstift nehmen, falls ihr das nicht. Aber ich dachte mir, wenn schon, denn Kunstblut bekommt man sogar in 1-Euro-Läden. Deswegen dachte ich mir, das kann man sich doch mal kaufen, weil das sieht einfach mega cool aus und sehr, sehr realistisch vor allem. Hier mache ich natürlich eine sehr schöne Pose. Und da kommen wir auch schon zu den Augen. Da habe ich einfach dasselbe gemacht. Wieder Kleber drauf gemacht und Kunstblut drüber gegeben. Einen schwarzen matten Lidschatten genommen und habe an ein paar Ecken so ein bisschen aufgetragen und es auch gut verblendet, weil das macht den ganzen Look einfach noch so ein bisschen realistischer. Sieht einfach besser aus, wenn ihr das macht. Ihr könnt auch Brauntöne benutzen oder Rottöne, falls ihr das habt, aber es geht eben auch schwarz. Und
Und das ist dann auch schon unser Look. Ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit diesem Look. Ich verlinke euch meine anderen beiden Looks mal unten in der Infobox. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und noch eine Frage an euch. Wollt ihr morgen im nächsten Video meinen Halloween-Look sehen, den ich zu Halloween tragen werde? Oder möchtet ihr einen Look von der Puppe, die bei Saw mitspielt? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen um 17 Uhr wieder. Danke fürs Zusehen.